noch mal richtig. Hi Leute, heute erkläre ich euch den 180 im Flat. Ja, also ich zeige euch jetzt erstmal hier aus. So, ja, also das ist eigentlich das Einzigste. Also so sieht er aus. Ja, also für den 180 braucht ihr einen Bunny Hop. Den zeigt euch jetzt mal der Lenny. So. Ja, der fängt gerade an zu BMXen. Nochmal. Ja, also der Bunny Hop ist noch nicht so hoch, aber ihr wisst ja sowieso, was ein Bunny Hop ist. So, jetzt nehmen wir der Lenny auf. Ja, also was ihr noch für den 180 braucht, ist der Fakie. Den zeige ich euch jetzt mal hier. Ja, also das braucht ihr noch für den 180. Und ja, so, jetzt kommen wir nach da. Genau, ja. Was ihr beim 180 beachten müsst, ist, dass eure Beine gestreckt sind, wenn ihr das Vorderrad angehoben habt. Und ja, wenn ihr das Vorderrad angehoben habt, dann lenkt ihr zur Seite mit dem Lenker in die Richtung, wie ihr euch drehen wollt. Und geht dann mit dem Körper hinterher und drückt das Hinterrad, also auch noch hier so zur Seite. Und das alles mit, also das macht ihr mit all möglicher Kraft, die ihr habt. Weil dann kriegt ihr für den Anfang erstmal so eine Leinenführung hin. Dann wird es immer mehr zum 180 halt. Ja, genau. Das war's jetzt schon mit meinem 180 Tutorial. Jetzt zeige ich euch mal den 180 noch einmal. Jetzt alles nochmal neu. War es im Prinzip. Ihr müsst gucken, dass ihr beim 180 immer ganz viel Speed habt. Also, dass ihr richtig viel Power und richtig viel Speed holt. Und dann wird das auch schon mit der Übung. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.